Hä? War das jetzt ein Enderman oder was? Och nö, oder? Nicht wirklich. Ach, egal. So, ich möchte mal kurz bei der Eisengolem-Farm vorbeifahren, um zu gucken, was da über die Mining-Session da jetzt entstanden ist. So, danke. Oh, Mann ey. Ich bin mal wieder total übermüdet. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Uhr morgens. Ich komme aus der Spätschicht. Ich bin morgens um... Wann bin ich aufgestanden? Um 8 oder so. Also ich habe jetzt knapp 19 Stunden auf meiner Uhr. Es ist schon ein bisschen was. Aber, was ich jetzt festgestellt habe, der Tribolo genauso. Wenn ich wirklich so übermüdet bin, ne, dann kann ich labern ohne Ende. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein bisschen leiser war, aber ich habe mich jetzt gerade mal ein bisschen anders hinsetzen müssen, weil mir der Hintern wehtut. Ich wollte schon Arsch sagen, ne, aber das mache ich ja nicht. Ah, jetzt machen wir uns erstmal noch eine Kippe an. Ne? Es dauert ja eh noch, bis wir angekommen sind. Ich kann ja eh nichts machen. Außer hier das Fleisch in der Hand halten. Schön. Schönes Fleisch. Guck mal hier sogar mit Grillspuren. Wobei, bei meinem gegrillten Fleisch sind die schwärzer. Hey, Maus, bleib da. Hallo? Ach, da. Schön, 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 schön. Ja. Ja. Ja, aber ich hab festgestellt... Nein, 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 nein. Oh, puh. Bleib da. Nein. Oh. Komm jetzt. Danke. Mann, ey. Das ist ein bisschen doof gelöst. Hier. So, warte mal. Du da rein. Ja. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, dass ich das Ding hier hinbaue oder so. Da brauche ich aber Redstone. Habe ich jetzt gar nicht dabei. Oh, guck mal hier. Ein bisschen Eisen. Ja, ist gut. Rote Farbe müssen wir uns wahrscheinlich nie wieder Gedanken drüber machen. Und Blumen auch nicht. Naja, passt, passt. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Achso, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich doch auch mal gucken, was die Farm da hinten abgeworfen hat, wenn sie überhaupt was abgeworfen hat. Ah, ein Kürbis. Super. Das läuft hier hinten richtig gut. Ach je. Also ich hab mir das ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Naja, was willst du machen? Du verkaufst immer noch? Ja. Und was noch? Ja, genau. Mhm. Natürlich. So, schön drin geblieben. So. Los geht's. Wieder zurück. Oh, diesmal sogar mit Minecraft-Sound. Minecraft-Sound, ja, schon wieder. Mhm. Naja. Bei mir gibt's was Neues. Ich habe endlich ein Auto gefunden. Yes! Und zwar habe ich den letzten Samstag gekauft. Also für euch ist es wahrscheinlich schon... Sonntag? Ja doch, müsste jetzt die Sonntagsfolge sein. Also, gestern vor einer Woche habe ich dann meinen neuen Wagen gekauft. Also, das ist jetzt ein gebrauchter Wagen, klar. Aber es war echt super. Also, der Verkäufer war super nett und so geil, so richtig geil. Ich meine, ich habe den nicht bei mir in der Region gekauft, auch nicht da, wo ich aufgewachsen bin, sondern ganz woanders. Den habe ich über das Internet gefunden, habe dann eben dort angerufen, habe gefragt, ja, ist der Wagen noch verfügbar? Ja, müssen Sie sich aber trotzdem ein bisschen beeilen, ne? Ja gut, ich dann eben geguckt, dass ich so schnell wie möglich mit denen einen Termin mache und dann dort ankomme. Und ja, dann Wagen angeguckt, der war super, top in Schuss, Probefahrt gemacht, okay, gekauft. Bevor wir die Probefahrt gemacht haben, hatte natürlich, oder das ist ja gang und gäbe, ne? Dann gehen ja die Händler hin und sagen, ja, hier einmal Führerschein und Ausweis, ne, als Kopie da lassen. Und hat er dann auf meinen Geburtsort geguckt und hat gesagt, ach, schau an, ich bin auch aus der Gegend. Ach ja, nee, wirklich? Ja doch. Ja, kennen Sie den und den? Wie... ja, das ist mein Vater. Ach nee, wirklich? Ja, toll. Dann waren wir gleich auf einer Wellenlänge. Das hat mir dann natürlich auch für die Verhandlungen ein bisschen mehr Spielraum eingelassen. Und ja, gut, da habe ich auch einen richtig fairen Preis bekommen, ne? Also, es war nicht schlecht. War wirklich nicht schlecht. War vor allen Dingen voll lustig hier mit dem Typ. Also, der war richtig gut drauf. Ungefähr selber Jahrgang wie mein Vater und kennt den wahrscheinlich auch. Also, der Name hat ihm jetzt leider nichts gesagt. Hey, ist auch schon ein bisschen näher, ne? Die sind... Also mein Vater, der ist Baujahr 50 und so. Und, ist dann halt schon ein Stück, ne?
So. Puh, ob das reichen wird für die ganzen Hopper, die ich noch brauche, ich glaube nicht. Da werde ich wahrscheinlich ein paar Stunden oder sowas AFK oder hier an der Holzfarm darum werkeln dürfen. Holzfarm auf jeden Fall. Achso, warte mal. Puh. Achso, ja gut. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Gut, das werde ich dann auch irgendwann mal mit der Glücksspitzhacke da breitkloppen. Die ich jetzt übrigens wieder da reinpacke. Und hier die Schaufel. Für Kies, genau. Den einen Kies kann ich mir auch mal in die Tasche packen. Damit der dann auch mal hier wieder seinen Platz findet. Würde mich mal interessieren, wo der andere Kiesblock hingekommen ist. Nee, wirklich jetzt. Also ich weiß auch gar nicht, was die für einen Algorithmus haben, die Enderman. Aber ja, gut. Den Achso. Ja, tschüss. Was hast denn du drauf? Also halber keine Plünderung. Okay. Was für ein Algorithmus die Enderman haben. Wobei, eigentlich ist es mir egal. Ich möchte gar nicht, dass sie das da, ne, und so. Hast nicht gesehen. Jo, wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, brauche ich... Nee, brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Ich wollte gerade nach Sugarcane gucken, aber brauche ich ja gar nicht. Wir könnten ja mal, Spaßeshalber... Nee, am Turm möchte ich jetzt auch nicht weitermachen, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Wie ich das da mit dem Turm da oben mache... Puh. Hier, das Feld ist... Oh, habe ich da eine Karotte vergessen? Echt? Okay. Das muss gleich mal... Ja, da ist alles okay. Das muss aber gleich mal repariert werden hier. Oh, nein! Ein Weizen. Noch ein Weizen. Ach, komm. Das mache ich mal aufcam. Das kann ich mal aufcam machen. Wenn ich dran denke. Ich glaube nicht. Wir könnten ja hier mal... Ja, also am Lager weitermachen bringt jetzt so nichts. Wartet mal, wartet mal. Ich habe doch hier irgendwo noch eine Verknüpfung mit... Das ist die Minecraft-Verknüpfung. Ne, das ist die falsche. Wo ist denn das? Blacklight? Was? Minecraft Blacklight? Was ist das denn? Keine Ahnung. Screenshots. Da ist es nicht drin. Schade. Häusle? Auch nicht. Ach, das ist das Häuschen, was ich mal beim Tribolo gebaut habe. In seinem Let's Play. Das könnte ich eigentlich auch mal hier aufbauen. Hm. Könnte ich, ja. So, ich bin jetzt gerade mal nochmal am gucken. Wegen Bilder. Weil ich glaube, ich habe mir irgendwann mal ein Bild nach Hause geschickt und das müsste ich auch abgespeichert haben. Für ein neues Gebäude. Nur wo? Das ist die Frage. Nee, damit sicher nicht. Wo habe ich denn die blöden Bilder? Dö. Ja gut, wenn ich es jetzt eh auf die Schnelle nicht finde, dann ist es auch wurscht. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Ich habe mir ja überlegt, dass da hinten noch ein paar Gebäude dazu kommen. Und ja, gut. Werden wir dann mal sehen, ne? Welche Gebäude da dazu kommen. So. Wisst ihr was? Wir machen jetzt mal ein paar Schienen und sowas. Und dazu brauche ich aber auch noch ein bisschen Gold. Gold. Nehmen wir mal das mit. Okay, und dann brauchen wir noch ein paar Schienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wären ein paar Schienen auf jeden Fall. So, dann brauchen wir noch Sticks. Immer mal. Achso, ich brauche noch Redstone. Wieder die Hälfte vergessen. Oh, Mensch, Digga. So. Hebel brauchen wir, glaube ich, nicht. Die haben wir noch. So. Dann machen wir hier mal ein paar Schienen. Ja, das sollte reichen. Definitiv. So, die noch da rein. Und dann haben wir hier... Ah, komm. Können wir nochmal eins machen. Nein! Das weg. Das dahin. Das dahin. Ja, 64 Antriebsschienen, das passt dann auch. Gut. Dann Hebel. Hebel, Hebel, Hebel. Hebel haben wir hier, 64. Sollte auch erstmal ausreichen. Gut, dann brauchen wir noch Cobblestone. Einen Kürbis kann ich auch erstmal wegpacken. Kommt da rein. So. Cobblestone wollte ich noch, genau. Warte mal da.
Also, das war's schon. Warte mal, dann bringe ich erstmal das andere Zeug wieder weg.